Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der fünfte Spieltag in der Champions League steht an. Ich würde sagen, los geht's. Viel Spaß beim ersten Spiel, Gladbach gegen Inter Mailand. Es sieht gut aus für Borussia Mönchengladbach in der eigenen Gruppe. Es ist noch alles offen und das ist am fünften Spieltag in dieser Gruppe tatsächlich herauszuheben, hervorzuheben. Hier hatte Gladbach die passende Antwort parat auf Fragezeichen, die vor allem gegen Inter und Real noch offen waren. In der 15. Minute wurde da erstmal ein dicker Strich durch die Rechnung der Mailänder gemacht, die durch die Niederlage gegen Real Madrid letzte Woche richtig unter Druck stehen. 27. Minute, die nächste Top-Möglichkeit. Florian Neuhaus momentan wirklich in herausragender Form. Hier zwingt er Handanovic zu einer Glanzparade. Nach 45 Minuten stand es 1:0. Die Führung von Neuhaus hatte Bestand, aber man musste unbedingt nachlegen, denn die Offensivkraft von Inter Mailand über 90 Minuten klein zu halten, das ist nahezu unmöglich. Da ist Lukaku und da ist die Riesenmöglichkeit für Sensi und das wäre kein Abseits gewesen. Der Treffer hätte gezählt. Lukaku legt den hier rüber, kann ihn eigentlich selber machen und das ist dann einfach nur Unvermögen. Aber Inter Mailand drückte jetzt richtig aufs Gaspedal im zweiten Abschnitt, aber auch nur noch eine Viertelstunde zu spielen. Lukaku, diesmal macht er es selber und er macht es besser. 76. Ausgleich, Inter Mailand und Borussia Mönchengladbach bestraft für eine zu passive zweite Halbzeit. Doch dann ergriffen sie wieder etwas mehr die Initiative. Thuram und Hermann, da fehlt nicht viel in der 80. Minute zum erneuten Führungstreffer. Mit links schließt er da ab und dann Handanovic, der wohl nicht mehr rangekommen wäre. Haarscharf geht der vorbei. Doch Gladbach ein Ticken näher dran. Nachspielzeit. Embolo, Neuhaus. Super Pass zu Breel, Embolo. Und in der dritten Minute der Nachspielzeit macht Gladbach das 2:1. Den Siegtreffer über Inter Mailand. Vielleicht der entscheidende Schritt zur Qualifikation, zur K.O.-Phase. Hochverdient nach diesem zweiten Durchgang dann doch für Gladbach hier dieses 2:1. Der FC Bayern spielt mal wieder eine beeindruckende Gruppenphase. Man ist nach 4 Spieltagen schon sicher Gruppensieger. Atletico Madrid muss noch bangen ums Weiterkommen. Aber hier war es der Traumstart für Atletico. Joao Felix nutzt die verschlafene Anfangsphase der Bayern. Ansonsten traten die Gäste hier zwar nicht in B-Montur auf, aber sie gingen nicht so richtig drauf. Sie hatten sich etwas zurückgehalten. Gnabry und Lewandowski aus Spitzenwinkel bekommt den nicht mehr rumgezogen. Muss Gnabry eigentlich selbst machen. Bayern hatte hier durchaus einiges im Griff, obwohl sie nicht wirklich viel investierten. Atletico Madrid verschanzte sich defensiv nach dieser 1:0-Führung durch Joao Felix. Das brachten dann die Spanier auch erstmal in die Katakomben. Es war eher ein wenig unterhaltsames Fußballspiel, weil Bayern sich an der Defensive von Atletico die Zähne ausbiss, aber eben auch so die hundertprozentige Überzeugung noch vermissen ließ. Zweiter Durchgang, der FC Bayern München Spiel bestimmt, viel Ballbesitz, viel um den 16er rum, aber in der Box kam dann relativ wenig zustande. Pavard mit der Flanke mal, Savic, Leroy Sané, Hernandez trifft aber nur den Außenpfosten. Jetzt kam auch ein wenig Pech dazu. Hernandez noch angeschlagen, ausgewechselt am Wochenende. Konnte jetzt wieder ran. Scheitert hier eben am Aluminiumglück für Jan Oblak und Co.
Schlussphase konnte der Bayern noch den Ausgleich sichern. Sané mit der Flanke, aber auch das zu unzureichend. Das war häufig zu ungenau im Endeffekt gespielt und dementsprechend stand es bis zur Schlussphase 1:0 für Atletico. Es war für den FC Bayern München jetzt kein Beinbruch. Nichtsdestotrotz hätte man noch gerne zumindest diese ungeschlagene Serie gehalten. Es endete aber mit 1:0 für Atletico Madrid, die sich hier glücklich durchsetzen durch einen frühen Führungstreffer und dann Beton anmischten, gegen den Bayern über 90 Minuten nicht so oft gut ankam. Başakşehir hier gegen RB Leipzig, das Duell am 5. Spieltag der Champions League Gruppenphase. Leipzig nach der Niederlage gegen Paris wieder mächtig unter Druck. Man ist momentan nur Tabellendritter. Başakşehir hier hat hier mit dem Sieg, sollten sie heute gewinnen, noch die letzte Möglichkeit, sich da irgendwie ranzuwanzen in die K.O.-Phase der Champions League. Aber es wird maximal die Europa League. Und auch das wird eng, weil RB Leipzig hier besser anfing. Eben die erste Möglichkeit nach Standardsituation. Aber auch spielerisch sah es bei Leipzig ganz gut aus. Angelinho. Und der ist wirklich momentan ein Top-Torjäger vor dem Herrn. Vielleicht sollte man ihn vorne in die Spitze stellen. Dann knallt es noch mehr. Da haben ja unter anderem Sørloth und Paulsen ein bisschen Ladehemmung. 26. Minute, also der Führungstreffer, bedeutete gleichzeitig auch den Halbzeitstand. Başakşehir hier mal nach einer Standardsituation. 69. Minute und Demba plötzlich mit dem Ausgleich. Aus dem Spiel ging sehr wenig bei den Türken. Jetzt hier der Ball verlängert. Demba muss ihn aus kurzer Distanz nur noch rüberdrücken. RB Leipzig ist auf diesen Dreier hier angewiesen. Adams. Und Adams macht das 2:1. 78. Minute, die erneute Führung für RB Leipzig. Auch komplett verdient, wenngleich im zweiten Durchgang nicht mehr so viel ging. Und den Schlusspunkt setzte Christopher Nkunku. Super Freistoß. Vom Rücken von Mert dann noch über die Linie gedrückt. Etwas unglücklich für den türkischen Keeper. Aber es war unter dem Strich schon das verdiente Resultat. Leipzig gewinnt mit 3:1 und sichert sich damit am 6. Spieltag dann die Möglichkeit auf die K.O.-Phase. Die einzige Niederlage, die der BVB bislang in der Champions-League-Gruppenphase hinnehmen musste, war im Hinspiel gegen Lazio Rom. Und sie zeigten auch hier die Gäste, wieso sie so gefährlich sind. Luis Alberto legt links rauf auf Correa. Das ist ein super Konter, der perfekt abgeschlossen wird von Ciro Immobile. In der 13. Minute, der auch im Hinspiel brillierte. Ein tödlicher Konter, nachdem der BVB am gegnerischen 16er an der Innenverteidigung scheiterte. Über eine halbe Stunde gespielt, der BVB machte mehr, aber so richtig glücklich waren sie in letzter Instanz noch nicht. 34. Minute, Marco Reus lässt den Ball hier etwas über den Schlappen rutschen. Ob er das so wollte, ist mal dahingestellt, aber es wird trotzdem recht gefährlich. Aber die letzten Prozentpunkte zum Erfolg, sie fehlt noch. Lazio Rom aber doch relativ passiv zu dieser Phase des Spiels. Emre Can, Marco Reus im Zusammenspiel. Can zu Reus und jetzt war der Ball im Tor. 40. Minute, das 1:1. Hochverdient auch zu diesem Zeitpunkt. Super Abschluss und gar nichts zu halten. Nach der Niederlage gegen den 1. FC Köln hier im Westfalenstadion am Samstagnachmittag musste man unbedingt Wiedergutmachung betreiben, auch für die eigene Moral. Emre Can zu Thorgan Hazard. Und 2:1. Spiel gedreht. Noch vor der Pause die Führung für Schwarz-Gelb. Lazio Rom nach effektivem Anfang dann hier doch relativ deutlich unterlegen. Hätte man so unbedingt nicht mitrechnen können. Aber Dortmund brannte hier ein Feuerwerk ab. Und dann das.
Marco Reus mit dem traumhaften Freistoß mit links. Das sei hier mal betont. Also selbst wenn das eine genial ausgeklügelte Variante ist, dass er den so mit links reinmacht, ist auch nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Aber er macht es. 3-1 für den BVB. Sie hatten jetzt alles im Griff. Lazio Rom machte deutlich zu wenig und war auch relativ einfallslos. Der BVB stellte sich ab und an selbst mal ins Abseits, so wie Hazard hier, aber es sollte nichts mehr machen. Dortmund gewinnt mit 3-1 und sichert sich damit das Weiterkommen sowie sogar schon den Gruppensieg. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, haut rein und adios. Thank you.